Und Mädels, während ich gemütlich war, hat er wieder getüdelt und er auch, ne? Ja, Motor ist zusammen. Mal noch kein Start gewesen. Erst einmal Start nach, was weiß ich, was hier. Nach Motorrevision Spezial. Doch schon mal herrlich unrund. Definitiv. Dafür erstmal herrlich gar nichts. Steuergerät? Das Wasser ist aber nicht frisch, da ordentlich, ne? Den Heilgeberstecker nicht drauf. Das Wasser da? Da ohne Heilgeber kann ich es auch nicht laufen. Das ist nur Notlauf. Das Wasser ist nicht frisch, was da unten ist, ne? Nein. Ich hab Rotes drauf. So, jetzt muss ich gut. Das ist ja geil. Und plötzlich wieder jetzt. Da ohne Heilgeber ist kein Wunder. Ja. Ja. Da darf der Rückkopplung, du. Ja, aber das ist so unregelmäßig, merkst du das? Ja. So, willst du mal nach vorne, soll ich mal orgeln? Dann hörst du, was ich meine. Am Sprit liegt das nicht. Da liegt irgendwo in der Zündung. Da passt was nicht. Ja. Das war jetzt für die Zündreihenfolge, wenn ich passen würde. Ja. Wenn die Zündreihenfolge nicht passen, so klingt das. Nur mal deine Funzel. Klasse. Also irgendwann ist er noch. Ein Stecker von der Kurbelsensor. Tachofen ist immer noch nicht drauf, aber das hat damit noch nichts zu tun. Ja, den braucht man nicht unbedingt zum Starten. Mal die üblichen Verdächtigen. Ich meine, Nockenwelle hast du ja gerade gehabt, aber Kurbelwelle unten. Wie meinst du jetzt Kurbelwelle? Da liegt der Kurbelsensor. Der hat ja auch noch einen Geber. Und einen OT-Geber. Alles hier drin. Da hier unten ist er. Hier ist dran. Weil das ist der passt eh weiter. Also Sprit hat er genug. Ich mach mal den hier ab. Und den hier unten. Dann gucken wir mal. Der Dämpfer. So, Luftmassenmesser ist dran. Ulrich, die war gerade aus gewesen, ja, ne? Die was? Ulrich, die war aber aus gewesen. War ich drauf geachtet. Mal gucken, was da ist. Gib mal, Lämpchen her. Guck mal da hin. Ansonsten ist der Fünfer dran. Das kann sein. Was hat er denn nach der Rolle? Ja.
fehlen noch. Aber so unten laufen wir ja nicht, oder? Nee. Ich hätte vielleicht einen Arsch. Spezial, wa? Ja. Einer fehlt noch, das hört man. Alter, das hat Rohr, ey. Da hast du ihn gerade eben abgezogen. Hast du gerade eben abgezogen? Hast du wieder drauf gemacht? Ach so, ne. Was schmollert hier eigentlich überhaupt? Krimmer nur Öl, ja. Die Wärme, die jetzt kommt. Ne? Nicht, ob wir die Scheiße haben, ne? Du hast nämlich Stecker abgezogen, das weiß ich nämlich noch, was du in die Wörter abgezogen hast. Weil das könnte mich gleich wieder richtig löser sein. Das ist ja ansaugende Lufttemperatur, sein. Ah. Und da war gerade ein Kaltstart. Bisschen Gurken ist doch gut. Ist so. Ohne Gurke guckt hier nichts. Ja, mit 5 kann man nicht was. Haben wir da 5? Power 5. Funke nicht da. So, der läuft einfach nur ein Pott nicht mehr. Das zündet der Kerze nicht. Irgendeiner ist nicht dabei. Die sieht dann von innen aus, dass der hier Dings selber. Hier, erstmal muss der hier drauf, der Messer gehen. Den habe ich gerade abgemacht. Ach so, wenn du drauf haben willst, gut. Du kannst sagen, aber das ist der jetzt ab, der wird auf Hunde jaß. Aber wir kommen dem Ziel ja schon näher. Ja, waren schon mal auf 5, ne? Schon mal besser wie 4. Ah, ja, der kommt. Wird schon noch werden. Der kann auch so, dass das Ding ein Arsch ist hier, ne? Ja, aber eine Alge war ein Arsch, da würde ja gar nichts mehr kommen. Gar nichts vom Motor. Das ist ja mein Händeverteiler. So, oh. Die ist aber okay. Guck mal, ein Schleifpapier. Guck mal, was ist ein Schleifi. Schleifen wir ein bisschen mal zurecht. Die machen wir ein bisschen blanki. Wieso schleift das denn mal? Ich habe nur eine Hand mit Kamera, weiß ja. Will ich hier nicht schleifen. Mach die mal ein bisschen blank, die Kontakte, da siehst du die? Wie der Läufer lang gegangen ist. Wenn du doch leuchten würdest, ne? Ja, ich mach nur Service, Alter. Nur. So ein bisschen reicht schon. Darf ich euch ein Video mal klauen? Klar, Mann. Ja? Das ist doch sehr. Ich hab's meinem Auftrag erlaubt. Wenn ich stecken wir einfach in der Flasche, dann stand eine Kerze da rein. Aber wie läuft der Scheiß auch? Na gut, Anfang ist schon mal okay. Der kann ja sonst nur noch Kerzenkabel. Ist so. Ich meine, der Läufer ist nagelneu. Das ist ein, aber, ja, aber Heilgeber ist, das ist aber halt so ein Ding für sich. Und wenn der einen Arsch spielt, dann wird er gar nicht laufen. Er lief ja vorher. Ja, aber das Ding war kaputt. Weißt du, dann würde der Abend mal laufen, mal gar nicht laufen. Wenn der Heilgeber gar nicht gehen würde, dann würde er ja gar nicht laufen, der Hobel. Hast du doch gerade gesehen, Stecker war nicht drauf und lief trotzdem. Ja, stimmt. Ja. Gut kombiniert. Das macht mich so ein bisschen traurig dann. Ja, aber doch nicht auf einen Pott. Das, weißt du, was ich meine? Naja, egal, wir gucken mal. Wir probieren können wir ja nicht.
Weißt du, woran das liegt? Der Öldeckel ist falsch rum. So. Nee. Der muss richtig rum. Wenn du richtig rumsetzt, danach läuft der. Das ist alles, ne? So, reiß mal an den Bock. Du hörst aber auch schon mal am Orgeln bist, ne? Ja, der wird ja, guck mal. Das sind alle weg. Gerade immer der Nägel schwammt, der Block. Ja, das sind alle weg. Lass ihn mal warm laufen. Vielleicht geh mal nach hinten. Hinten ist am besten. Das sind nicht alle sechs. Meinst du, dass alle sechs irgendwo nach hinten? Halt mal einen Fuß davor. Weißt du, was ich meine? Alter, bläst der hinten raus. So, jetzt kommt wieder Gurkenwischen. Gurkenwischen kann dir auch die Kühlertemperatur voraussagen. Ach ja. Komm, wir gucken mal, ob er gleichmäßig zirkuliert oder nicht gleichmäßig zirkuliert. Oh, wird schön warm. Ist ja kein Wunder, da geht auch die Abgase durch, ne? So, 38 Grad haben wir aktuell. 150 Grad hat schon der Turbo. Auch nicht ganz sauber, aber warte mal ab. Lass ihn mal warm laufen. Lass ihn mal ruhig warm laufen. Warm laufen ist immer ganz gut. Das ist doch geil, ne? Kommt um die Ecke und dann haben wir halt das gleiche Projekt hier am Start, ne? Ja. Abwarten und Fähnchen. Also am Stand liegt schon mal nicht. So, gleich geht das weiter. Mal gucken, ob es noch rund wird oder nicht rund wird. Lass ihn mal warm laufen. 3 Minuten später, Motor lebt. Das ist rund. Mit Schreck. Lass ihn mal ein bisschen laufen, damit der auf in der Kopfdecke und über die warm wird, dass die Wärme da scheiße da drin. Ich will das wieder mal umfliegen haben. Das klingt schon mal gut. Guter Anfang, runder Motorlauf. Mein Kumpel, der Tacho schickt mir heute Bild, Tacho in den Arsch. Und ich mach jetzt meins auch in den Arsch. Pixelfehler. Ja, Standard. Das geht immer, das geht um. Den grünen Golf, den ich verkaufe. Heute schickt er mir ein Bild genau dieselbe Scheiße. Ey, aber der Tacho läuft, der geht wieder. Das draufgehauen, das geht nicht wieder. Ja? Ja, repariert. Ja, 1A. Ja, Pixelfehler wohl nicht, aber... 385 Grad Abgastemperatur. Siehst du? Deswegen hat der Turbo auch 150 Grad. Als Bescheid. Geht auf Wasser rauf, glaube ich. Wir können ja nur mal im Müll gucken. Bringt sie auch. Ja, ne? Nee, es zirkuliert aber. Das sieht gut aus. Boden muss drin. Lob. Geh mal lieber schnell wieder drauf, das mache ich nicht gleich. Warte, ich guck mal in Temperatur. Universal. Ich kenne ihn. Ich dachte, ich bin das Gas. Nee.
Achtung, Heizung fertig. Mal gucken, was da drauf macht. Das ist alles gut. Grad. Hast du nachher noch Klappe gekriegt, ne? Das ist gut. Also die Schlauchstände sind mal nicht abgeflogen. Der fängt den Flügel noch ab. Das ist das Problem, deswegen federt der so doll ein und geht dann fast aus. Der fängt den Leerlauf hier. Siehst du das? Ja. Den kann er nachstellen, ne? So, eine Sache muss ich aber noch passen. Das kann man auch nicht. Damit kannst du ja so losfahren. Ja. Wir haben noch kein Ladefahrer. Die Mutterhaube. Also kommt jetzt Wasser da nicht mehr. Hier. Aber haben Sie Glück, alles angespackert. Da ist auch nur Diesel drin. Benzin-Diesel gemischt. Also leicht entzündliches Zeug, was hier lange brennt. So. Jetzt Steuerräte tauschen oder was? Ja, ich bekomme das auch. Ja, wie man sagen, machen wir das. Das Leben ist da drin, ne? Ein bisschen leise, ich habe gar nicht deinen Auspuff da drunter. Ich habe 3 Zoll von vorne bis nach hinten. Der Einzige, weil ich habe jetzt einen Endschalldämpfer. Das ist einfach nur gerade, mehr ist das nicht. Ja, wir brauchen auch keinen Mensch. Ist so. Diese Fuckdinger, wie ich diese Kackdinger hasse. Ja, gibt nichts Schlimmeres. Weil die kriegst auf jeden Schrottplatz. Das ist ein Vorteil daran. Wenn die Heile rauskriegst. Ja. Das ist voll der Scheiß. Haben sie richtig kacke gemacht. Dann brauchst du doch neue Löcher rein und schneidest da Gewinde rein. Da machst du Gurke. Siehste, Steuerräte kann man schon mal sehen, das ist schon mal schön. Aber auf jeden Fall ist das schon mal, hat man schon noch einen Schwarzton, ne? Eins ist offen, der andere nicht, ne? Ist denn da verschraubt, ne? Nur gesteckt. Klar, Mann. Also Wasserfluss hast du nicht, ich hab schon geguckt. Wasserpumpe in elektrisch. Brrr, brrr, die hört nicht auf. Wie nass? Weil eben war es noch nicht nass. Der kann auf dem Einfüllen gewesen sein. Ja. Tropfen tut auf jeden Fall nichts. Ich guck gleich nochmal, wenn er läuft. Und weil ich in der Koffe abgeguckt habe, gerade eben, das sah trocken aus. Das hier sieht sehr trocken aus. Ich habe gerade schon den Motor drauf geguckt. Der Rücklauf sieht auch trocken aus. Der ist doch ein bisschen nass, aber das ist nicht so schlimm. Ah, der muss ein bisschen rödeln. Wollte ich unbedingt mit 6.500 Umdrehungen, aber rudeln muss er trotzdem. Gib mir mal her, das Ding. Ich denke, wo willst du mit meinem Steuergerät hin? Der baut das alte jetzt wieder ein. Ja, das stimmt. Ich sag ja hier, Michis Werkstattlampe. Ah, Plug and Play. Wenn das funktioniert, ist doch gut. Das ist der Blub-Blub, ne? Jetzt soll er 500 PS. Wenn er läuft, dann läuft er. Habt ihr gehört, elektronisch? Ah, siehst du? Vom Feinsten. 500 PS und welch verbrauchst du eher mal, ne? Dann machst du ja nur wegen dem Benzinverbrauch. Ups. Oh, da war doch Plastik.
Guck mal hier. Da reißt doch mal einen an hier. Die ganze Zeit vorne gewesen. Ja, das meine ich. Die Trabi-Motorhaube ist jetzt gefaceliftet. Ja, so ist halt hier, ne? Das ist Go-Prinzip. Ja, läuft gut. Ja, Rest ist Straße, ne? Hat auf jeden Fall Sand. Also Druck hat er auf jeden Fall. Ladedruck und hier 6 Pötte, was ist mehr? Und Ventildruck. Ja, hat er auch noch. Mindestens 2 Bar hat er noch, das reicht doch. Wenn ich auf dem Kühler, dann wenigstens auf dem Reifen. Ich sage, wir fahren hier auch. Hier fahren wir 2,5 Bar. Nee. Ich bin aber dafür, dass wir das Steuergerät gleich reinfriemeln und drinnen lassen. Ja, klar. Wenn du schon ein offenes hast. Auf diese andere Scheiße habe ich nicht keinen Bock. Das will hier gar nicht mehr raus. Es ist dafür geschaffen. Aber Leute. Ich glaube mir, das ist mir wert wie Liebe. Ich schwör's euch, das ist doch geiler wie Sex. Das sag ich euch. So viel könnt ihr gar nicht bumsen, so glücklich wie das macht. Ist so. Jeder Turbo-Fahrer wird dann verstehen, warum ich das Ding geküsst habe. Ja, der ist er halt. Deswegen hat er auch so einen großen Auspuff. Ja. Warte, ich geb dir Licht. Die Pumpe zirkuliert schön nach und das Wasser noch weiter hin. Ja, das ist ja nicht schlecht. Bei VR haben das halt gerne da die Köpfe reißen, ne? Deswegen macht die Pumpe das. So, oh, Steuerrätwechsel brauche ich nicht mehr belästigen, glaube ich. Das geht gleich hier anders, weil ich weiter. So, erste 3,50 Meter. Fahr langsam raus! Bisschen schräger, bisschen nach rechts noch. Gut, langsam. Ich denke, die 3-Zoll-Anlage, die ist ziemlich tief. Weiter. Das ist Gurkenprinzip Boden hier. Sieht gut aus. Ja. Weiter. Der ist schon über weg. Kühlwasser? Nee, ne? Das ist schon mal gut. Das Ding geht, ne? Der kratzt im dritten Gang noch, du. Klingt gesund. Ersten Gang, ich habe der erste Mal die Kette scheppert, tut er aber nicht. Weißt du jetzt, was ich meine? Da ist Leben drin. Da ist amtlich, oder? Definitiv. Ja, jetzt lass doch mal 300 PS sein. Warum meinst du, vielleicht der Dampf gerade gleich mal auf Laststelle? Der kommt mach noch. Mach ich aber nicht. Warten wir mal. Er muss mal einlaufen, der Motor wieder. Reifen kriegen auch keine Stammplatten. Und was das? Der geht wie Feuer, ne? Schau mal mitfahren. Wollte ich gerade sagen, gib mir das Ding. Ach, so. Attacke. Gib mal Fritte hier. Satan geht das Ding. Warte, jetzt 1,5 Bar. Aber die Querdenker von der Knacken. Da muss man beigehen, ne?
mal sagen, wer es ablegt. War 1,5 wandern, ne? Ja. Das hast du gehabt, kommt hin. Und aus ist er. Da war ja dieser Aufhänger da. Du kannst auf jeden Fall deinen Lappen mit abgeben. Riech nach Gummi. Ja, fahr mal rein. Hör mal ruhig zurück. Danke. Hab ich schon erreicht, genau. So kommt's gut weiter. Bevor du reinfährst, fahr mal vors Tor erstmal. Guck mal, ob man will. Reicht ja schon. Weiter, fahren wir schon weiter noch. Ich hab Licht hier vorne. Ist gut, lass so. Oh, Leben ist drin! Geht wie Sau, ne? Der geht echt wie Sau. Der geht echt. Aber immer noch 150 Grad, Höchsttemperatur vom Lader, du. Der hält sich doch schon wackig. Ist gut, so laufen beide. Ass rein. Klingt gesund. Wir werden die anderen auch noch sehen. 1,5 Bar da jetzt. Also rufen! 1,5 Bar da jetzt. Ja? Laut Ladungsanzeige. Ja, du bist schon nah an 2 Bar dran, da hast du 4 PS. Ja, toll. Ja, geht auch so, ne? Also von ja, der geht so. Und? Wie ist das Gefühl so? Ist geil. Das geht, ne? Ist gut, ja. aber das ist. Achterbahn ist das. Ja, ne? Nah dran. Ja, ja, genau, ja. Das realisierst du so eigentlich gar nicht am Anfang, ne? Und da fliegt er erstmal los. Ja, ass rein. Visco geht genau so, wie es sein muss. Leben ist drin. Ja, ist so, ne? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Alter, wie du an uns vorbeigeballert bist, du bist der Herd stehen geblieben, ne? Du hast genau geschaltet, er hat geknallt und dann hat der losgeknallt. Das Ding schreddert. Da hat er nur noch geschreddert. Ja, aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ne? Mit, dann kam der erst, ne? Ja. Wenn dann, das ist wie, als wenn die mit 80 in den LKW hinten reinknallt. Ja. Und dann musst du dagegen anlenken. Das ist der Scheiß. Wenn du einen Frontkratzer hast. Aber kannst du sagen, was du willst. Der Grip war gut. Das ging. Also die Reifen hier haben gerade noch gequallen, wo wir ja, angehalten sind. Dafür, dass hier 30 ist, ne? Ja, wir sind doch keine 30, wir sind 300. Ja, so 180 hatte ich. Ja, Dichtung ist auch dicht. Aber der hat keine Fehlzündung, nix, ne? Nee, der war super da. Halt beim Schalten, aber das ist ja normal. Ja, da warst du ein bisschen begrenzt, aber mehr war das nicht. Ja, da musst du ja auch irgendwo hin, ne? Ja. Du siehst, dann können wir den ja noch ein bisschen hochdrehen. 1,5 oder? 1,5 haben wir jetzt. Ja, dann können wir 0,5 noch draufhauen. Ja, aber meinst du, wenn wir 2 Barfeder jetzt reinhauen? Aber das machen wir nicht mehr, dann kriegen wir uns hier die Kolben rein aus der Haube. Na, erstmal nicht. Wenn der so läuft, lass ich den doch. Der läuft gut. Der läuft gut, ne? Sind wir uns einig, oder? Der läuft, ja. Der läuft. Sind wir uns einig. Aber das ist das Schnellste, was hier in der Werkstatt bisher gebaut wurde. Definitiv. Ja. Schönes Ratze. Aber der sifft hier ein bisschen Öl über den Deckel, ne? Ja, aber nur über den Deckel. Das läuft unten raus. Das war gerade eben auch schon. Hat schon wieder nachgelassen. Das war vorhin schon schlimmer. Ja, da muss aber das gefetten. Da muss man neu gucken. Ja, ein bisschen Gummi ranfrickeln, da ist doch gut. So, Nico, was hast du deine Kennzeichen rein und nach Hause? Nach Hause. Junge, da ist dein Lappen mit weg. Keine Sorge, das ist nur Ironie. Brief vom Schlag fertig machen. Wenn dich anhalten, brauchst du ihn nur dahin reichen. Genau. Hier, mit Führerschein, einfach mal dran komplett. Wie lange?
Abschlepper habe ich schon besorgt. Jo, alles dabei. Da kommen wir mit dem Trailer um die Ecke, das kriegen wir hin. Da bleibt alles in der Gruppe im Prinzip hier. Die Kupplung ist aber richtig krass, ey. Ja. Die packt erst rein, ne? Max, willst du immer noch mit packen? Ja, sofort. Habe ich kein Problem mit. Einfach so quer über den Kanal. Und hat der hat ein bisschen Spaß, hat jetzt 10 Liter Sprit gekostet. Gehört dazu. Schräger fahren. Kommst du gerade? Nicht zu schräg, gerade? Oh, der war schon vorne. Das war mal, hier ist auch noch so ein Einstand hier. Ich meine, du, 2 Tage, ne? Und ein Tag nur mit halbem Bock. Ja, wir wollten eigentlich heute gar nicht mehr weitermachen. Eigentlich. Lass mal einen Gang raus und dann bin ich wieder frei rollend. Oh. Da kommt die Hitze raus. Ja, hat er auch nötig. Machen wir so? Schau mal, seine Hände zittern. Das siehst du daran, wenn er nicht mehr klarkommt. Wenn das Ding hier in deinen Kopf alles kaputt gemacht ja. hat. Ja, der kann es nicht gegenhalten. Leck dich scheiße. Der hat die Echt. Ja, da muss eine größere Risse rein. Jo, aber knallt beim Schalten, ne? Ja. Ja, muss er. Lass mal kalt werden. Oder wieder mal ist immer noch kalt. Das ist das Beste daran. Daran seht ihr, Gurken geht auch in schnell. Ne? Auch in dieser Werkstatt. Dann ist man die beiden mal einen Tag alleine, dann ist das so, ne? Hölle on earth. Geht wie nix. Mal gucken, wann noch kommt. So Mädels, hat er gerade noch Besuch gehabt. Ja, das war VR6 Turbo. Ihr habt gesehen und gehört und gerattert und gefahren und was weiß ich was. Also auf abgespielter Teststrecke und nicht für immer und so. Niemals woanders. Er fährt. Jetzt die Tage rote Kennzeichen dran und dann ist das gut. Mehr brauchen wir nicht. Dann geht das Ding mal richtig auf eine Piste. Ne? Einmal eine Fresse und fertig. Und ob es hält oder nicht hält, wissen wir am Ende dann. Gut, ich würde sagen, legt euch hin. Ne? Ich auf jeden Fall gleich. Bis dann und munter!